Pünktlich zum Herbstanfang rollt ein royales Großereignis auf die niederländische Königsfamilie zu. Der Prinz jedoch. Jedes Jahr am dritten Dienstag im September geht es für das Königspaar in die Grote Kerk nach Den Haag. Aber auch der Bruder des Königs, Prinz Konstantin, und seine Gemahlin Laurentien sind in die Backsteinkirche geladen. Insbesondere die royalen Damen veranstalten in diesem Jahr wieder mal ein modisches Festspiel. Während Maxima mit ihrer goldgelben Robe wie die Sonne selbst strahlt, sorgt Schwägerin Laurentien mit ihrer extravaganten Kombination für einen echten Hingucker-Look. Solch einen Fashion-Superlativ bekommen wir nicht alle Tage zu sehen. In einem mehrfarbig gestrickten Rock und passendem Oberteil mit Zickzackmuster steigt sie aus der Limousine und weckt das Interesse aller Fotografen. Die verschiedenen eckig angereihten Farbnuancen wirken dabei schon fast hypnotisch. Dazu tragen vermutlich auch die Fransen an Laurentins Schal bei. Ein Hoch auf die 70er! Dazu noch das passende Stirnband. Fertig ist die perfekte Hommage an die vergangene Zeit. Die Prinzessin beweist mit diesem Ensemble, die alten Modetrends sind heute wieder total vogue. Bei diesem eleganten und zugleich hippen Outfit ist es doppelt schade, dass die anschließenden Feierlichkeiten Corona-bedingt ausfallen müssen. Normalerweise wird nach der Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahres noch ordentlich gefeiert. Laurentins Fransenlook hätte in jedem Fall einige coole Tanzmoves bereithalten können, aber auch so ist ihre Erscheinung schon ein echtes Highlight.